Aber ich danke, hat mich gebeten, dass wir ein bisschen was zu unserem Essen machen, was auch zu dem Hutange holen, wenn wir das gegessen haben. Also, er hieß Ingo. Nein. Nee, fangen wir andersrum an. Sie lacht jetzt, aber es ist auch ein Teil von dem, was wir mit unserem Projekt einfach auch darstellen möchten. Wenn Sie so vielleicht im Vorab, was ein Hutange ist, haben viele jetzt nicht gewusst, haben auch eine nachgefragt. Also Hut kommt von Hüten, Tiere hüten, behüten und Anger vom althochdeutschen Angratz, was so vielleicht wildes Grasland. Also das heißt Flächen, die nie gepflügt wurden, die nie gedüngt worden sind, sondern auf denen immer Tiere gehütet wurden. In anderen Gegenden gibt es immer so Spezialausdrücke, das sind Almendeflächen, in anderen Gegenden ist es Gmar oder Vasen oder ähnliches. Also es gab immer den Ausdruck für eine Fläche, wo gemeinschaftlich das Tier, Tiere gehütet wurden, und für das Nürnberger Land ist eben der Ausdruck Hutanger typisch. Hutanger gibt es Aufzeichnungen darüber seit dem 15. Jahrhundert, also sind uralte Flächen, die schon immer unter Weiderechte und Weidepflichten fielen. Es war immer so, dass jedes Dorf bei uns fast seinen eigenen Hutanger hatte, und dort wurden dann die Rinder des Dorfes gehütet. Das ist auch die Besonderheit in Herzburg, wenn man an Hirten denkt, dann denkt man an Schafe oder ähnliches, und bei uns waren uns aber die Rinderhirten. Also die haben dort die Rinder der Dorfgemeinschaft gehütet mit hochkomplizierten Rechten und Pflichten eines jeden Tierhalters. Und auch mit Rechten und Pflichten des Hirten, was er alles machen musste und so weiter. Also ein Projekt, das aus der Geschichte raus ist. Und jetzt ist so, wir als Naturschutzzentrum Engerpark haben uns zum Ziel gesetzt, diese Flächen zu erhalten. Es sind, wenn Sie in der Herzburger Alp wandern gehen, immer die Flächen, wo alte Eichen stehen, so 120, 155 Jahre alte Eichen in der Regel, weitläufige Angerflächen oder auch die in den Hängen dann die Obstanger mit Obstbäumen drauf. Typisch für einen Anger ist immer so, dass die Blätter auf dieser Höhe beginnen, weil so weit reichen die Mäuler der Kühe auf. Bei Schafweiden wäre es so weit unten, und bei Ziegenweiden sind dann die Spitzen oben abgefressen, weil die steigen auf die Bäume hoch. Also, Sie sehen alte Bäume unter Grünland. Das ist so einfach der Inbegriff einer schönen Landschaft auch. Es gab mal Untersuchungen, wie Touristen sich schöne Landschaften vorstellen, und wurde immer genannt Weideland, alte Bäume, Tiere drunter, das ist im Begriff eines Hutangers eigentlich. Und das ist auch der Grund, warum wir die Anger halten wollen. Zum einen, weil wir denken, es ist touristisch für den besonderen Charakter der Landschaft wichtig, diese Flächen zu erhalten. Und zum anderen ist es naturschutzfachlich sehr wertvoll, weil hier kommen Tier- und Pflanzenarten vor, die sonst auf weniger anderen Flächen vorkommen. Das sind Flächen, die nie gedüngt wurden, und beide Flächen sind immer ganz speziell ein ökologische Sonderflächen. Und deshalb ist auch, und da passt es auch wieder zur Nachhaltigkeit, für uns oder für mich ist das Hutanger-Projekt ein klassisches Projekt der Nachhaltigkeit. Wir haben die Ökologie, diese Flächen zu erhalten, die Landschaft zu erhalten, die Kulturlandschaft zu erhalten. Wir haben Ökonomie, das, was Sie hier gegessen haben, es sind auch Tiere drauf. Und Tiere werden auch geschlachtet und gegessen, und man soll auch einen Ertrag daraus erwirtschaften. Und was noch bei weniger Projekten haben, ist die soziale Verantwortung. Es ist kein abgehobenes Projekt des Naturschutzes, sondern es greift die Traditionen der Landschaft auf, es greift die Traditionen der Gegend auf, es greift in dem Fall die Hirtentradition auf, und man kann hier sehr viel über Landschaftsgeschichte, Entstehung, das soziale Zusammenleben einfach in anderer Form mal darstellen. Und in anderer Form darstellen hieß für uns auch, wir sind eine Bildungseinrichtung, neue Formen der Umweltbildung uns auch zu überlegen. Eine Form der Umweltbildung sind jetzt natürlich die Kühe, die wir haben. Es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Naturschutzzentrum jetzt eine eigene Rinderherde hat. Das entstand halt so. Wir haben im Molsberger Tal ein Naturschutzgebiet, wo wir keinen Landwirt mehr gefunden haben, der diese Flächen beweidet. Nachdem ich zufälligerweise Agraringenieur bin, meine Diplomarbeit über Mutterkuhhaltung geschrieben habe, war es nicht mehr weit, dass wir jetzt eigene Rinder haben. Das Ganze hat sich jetzt so entwickelt, dass wir mit einer Hinterwälderherde angefangen haben, einer kleinen Herde im Molsberger Tal. Das Ganze hat sich jetzt so ausgeweitet. Wir haben jetzt 16 Mutterkühe, wir beweiden 25 Hektar Fläche, und wir sind jetzt gerade dabei, eben auch eine Vermarktung aufzubauen, und wir vermarkten dann immer Weidekälber mit 6 bis 8 Monaten und Weideochsen. Das hier, der Weidebulle, war eine Ausnahme. Einer der wenigen Tiere, die einen Namen haben, weil er sollte eigentlich unser neuer Zuchtbulle werden, aber er hat sich nicht so benommen, wie sich ein ordentlicher Zuchtbulle benehmen soll. Sprich,
Ich wollte jetzt keine Stierkämpfe veranstalten und habe ein bisschen komisch dann nochmal zugekauft und hätte ein schönes Leben gehabt, wenn er sich auch nicht benommen hätte. Aber nachdem er es nicht gemacht hat, hat er einen schönen Tod gehabt. Und wenn das in dieser Vollendung gekocht wird, ist das eigentlich die Erfüllung eines jeden Wenderlebens. Und für uns auch mit die beste Werbung, dass man Landschaft auch essen kann, dass man auch für Naturschutz was kulinarisch tun kann, weil das ist gerade die Verbindung, die wir haben wollen. Ich will zum einen Menschen erklären anhand der Rinder, wie die Zusammenhänge zwischen Naturschutz und Landwirtschaft sind. Und dann möchte ich auch gut mit den Tieren umgehen und auch deren Verwertung ordentlich machen. Das heißt, da ist es mir auch wichtig, deswegen habe ich auch das mit Ingo eingeleitet, jeder, der Fleisch isst, muss ja auch bewusst sein, dass die Tiere vorher auch gelebt haben. Also auch ihr Fleisch im Supermarkt, das abgepackte Fleisch, war einmal ein Lebewesen. Und was wir mit diesem Projekt machen wollen, einen bewussten Umgang mit dem Fleisch, dass man sich auch überlegt, was für Fleisch esse ich, wie haben die Tiere vorher gelebt und was kaufe ich mir damit. Und das ist auch ein Punkt, wo ich auch wir haben dann auch ein Patenschaftsprojekt aufgebaut. Ich gehe dann mit dem Paten auch in die Weide rein, wir schauen uns die Tiere an und jedem muss bewusst sein, diese Tiere werden auch gegessen. Also das ist kein Patenschaftsprojekt mit Streichelpatenschaften, sondern ein Nutztierprojekt. Aber man kann sich sicher sein, wenn man da Tiere isst, die hatten ein gutes Leben und sie hatten auch den schönsten Tod, den wir ihnen bieten können, dass sie vor Ort geschlachtet werden. Die werden nicht da rüben gefahren, die werden bei den Bauern vor Ort geschlachtet, sodass man auch dieses versucht, möglichst human zu lösen, zum einen für das Tier, dass der hier einen schönen Tod haben soll, und zum anderen auch für die Fleischqualität, die immer besser ist, wenn sie ein Tier vorher nicht aufgeregt hat. Sie können das natürlich auch genießen, dieses Fleisch. Wir haben dazu eben dieses Patenschaftsprojekt. Das funktioniert so, man kann gut ein Pate werden. Ein Pate ist genauso wie im Tiergarten, wenn man Patenschaft für ein Tier übernimmt. Es ist erstmal eine Leistung ohne Gegenleistung, dafür ist das Ganze steuerlich absetzbar. Und die Paten werden bei uns mitgenommen im ganzen Projekt. Also das heißt, wir nehmen Paten mit daraus, wir kochen mal zusammen. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel ein Weidedinner mit unserer Altkuh, ganz hervorragend zubereitet, mitten auf der Weide. Oder wir machen mal Kochgeschichten oder wir machen ein Weideauftriebsfest, so wird das immer die Paten mitgenommen werden können. Jeder kann sich beteiligen, der kann auch mal mit Kühe umtreiben oder mal mit Zaun bauen. Das haben wir einfach so versucht. Wer möchte, kann sich gerne beteiligen. Wer nicht, muss eigentlich auch gar nichts machen. Schön ist natürlich, wenn die Paten auch Fleisch bestellen. Die kriegen immer einen Newsletter und da steht eine Fleischbestellungsliste drin, was ich dann schon Wunschliste nenne, weil man kriegt nämlich nicht nur Schnitzel vom Kalb, weil ein Kalb hat keine 100 Kilo Schnitzel, sondern es ist nebenbei auch noch ein bisschen anders Fleisch da, sodass man sich einfach das Fleisch raussuchen kann und meistens kriegt man das, was man bestellt hat, vielleicht nicht in der Menge, aber dafür ist man es vielleicht ein bisschen bewusster. Plus, was natürlich geschmacklich ist, ein Weidekalb, man stellt sich immer Kalbfleisch ein bisschen blass und geschmacklos vor. Unsere Kälber sind da außen rumgerannt, die haben schon richtig Muskeln, die haben schon Farbe und die haben auch Geschmack. Wie der Bulle schmeckt, haben sie jetzt genossen und wenn sie Pate werden können, können sie uns auch mal einen Ochsen oder einen Weidekalb essen. Ja, das war es soweit. Meinem Teil, dann viel Spaß noch bei der Nachricht.